Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Nach dem Sieg gegen Waldhof Mannheim durch ein Tor von unserem Star-Stürmer Mölders, genau, die Wampe von Giesing, geht es nun weiter. Wir müssen gegen die Zweite aus Freiburg. Wir sind ein bisschen stärker und ich hoffe, wir können das auch durchsetzen. Sind wir momentan mit irgendjemand noch am Verhandeln? Das ist die Frage. Nein, wir haben auf jeden Fall ein paar Spieler auf die Blickliste gepackt. Und da müssen wir einfach hoffen, dass das was wird. Okay, Nico Schlotterbeck können wir sowas vergessen. Ambido Sieb können wir auch. Okay, dann. Wir gehen erstmal auf realistische Transfers. Da haben wir einen Michel Brink. Wieder scouten. Den mal hier bei Florian Battles. Der ist mal in der zweite. Aber okay, 14.000. Es kann sein, dass er nicht zu teuer ist. Und ein Eckloff. Der sieht auch nicht schlecht aus. Da müssen wir einfach mal gucken. Aber das Wichtigste. Das Wichtigste ist ja wirklich eigentlich das hier. Willian Arce, okay, komm, den haben wir geholt. Ablösefrei haben wir den gehabt. Subotic ist ablösefrei gekommen. Aber die brauchen halt noch. Wir kriegen ja auf jeden Fall schon mal ein paar. So Laien haben wir gar keine. Doch, wir haben einen ausgeliehen. Wir haben mal jemanden ausgeliehen? Was ist das denn für einer? Warte, wir kriegen unseren Keeper einfach. Wir kriegen unseren Keeper einfach. Der macht momentan. Der spielt in der ersten. In der ersten dänischen Liga. Und Stammspieler. Wir kriegen. Das ist ja perfekt. Wir kriegen ja. Unseren Keeper hier. Keller. Leihe ab den 1.1. Was für ein Vertrag? Was für einen Leihvertrag haben wir? Bis 2 Jahre oder 1 Jahr? Weiß ich nicht, wir kriegen auf jeden Fall Keller und Keller können wir danach auf die Bank verbannen. Einfach auch wenn er viel Gehalt kostet. Wir kriegen aber unseren Keeper, das ist das Wichtige. Ja, Ansgar Knauf, Bogarde, da kommt nochmal ein Innenverteidiger. Und so, sonst, Rechtsverteidiger Saric, ja. BG Finson, perfekt. Müssen wir halt noch gucken, wo wir uns noch verbessern können. Auf jeden Fall auf der 10er-Position und die Außenflügel. Da müssen wir auch nochmal gucken. Rechtsaußen kriege ich ja Knauf und für Linksaußen müssen wir dann halt wirklich noch mal schauen, ob wir da irgendwas finden hier. So Linksaußen. Kano, Pika, Bakary, Sako, Kordeo, Ilicevic, Sako. Bist du wenigstens noch schnell? Ja, es geht eigentlich. Aber auch verletzungsanfällig. Dann gucken wir einfach mal hier. So, die mindestens 3 Sterne wollten wir ja. Mindestens 65er Spieler. Oder 66er Spieler, nur realistische Transfers und Vertrag läuft aus. Da gibt es auch einige, ne? Hier Costa zum Beispiel, Colcat. Aber wir wollen ja der Reihe nachgehen. Von Torwäten brauchen wir uns nicht gucken. Ostrelek wäre natürlich eine Verstärkung, aber wenn der andere nicht so eingeschlagen wäre, dann die Innenverteidiger. Crespo, Varela, Rami. Das sind alles ältere, ne? Rechts, ja, da. Rechtsverteidiger, da sind auch ältere, nur ältere bei her. Wo der Vertrag ausläuft. Brusinski wäre natürlich auch nochmal Erfahrung pur. Das wäre auch nochmal Erfahrung pur. Hat bis jetzt auch nur einen Einsatz für Mainz gemacht. Dann defensiv haben wir Rincon, Lures, John Obi Mikkel. Zentral, ja, zentral könnten wir nehmen, aber wir wollen ja immer jetzt auf Offensive gehen. Deswegen, man kann gucken, aber muss nicht unbedingt. Da haben wir hier die Offensiven. Manuel Fernandes. Ibero und Erfield. Und links außen haben wir auch nur welche, wo der Vertrag ausläuft. Dann rechts außen Jovic, Zakaric, Esswein. Und im Sturm sind wir gut aufgestellt, da brauche ich nicht wirklich gucken. Dann gehen wir mal hier. Weniger als 1 Jahr weg. Und nur die Linksaußenspieler. Was da kommt. Da gibt es sogar ablösefrei. Okay, das habe ich ja vorhin schon gesehen. So, und dann gehen wir auf die Jüngsten. 23, Fabian Reese. Holstein Kiel. Okay. Okay. Boah, Morte. Ich spielte ein Einsatz erst. Vielleicht kann ich den ja auch ausleihen. Ne, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Ja. Aber erstmal zu Ende scouten, würde ich sagen, damit ich auch weiß, wie stark der ist. Blickfeld nehmen. Spieler scouten. Hier, Danny Schmidt. Jetzt muss ich erstmal bei meinen Scouts gucken. Die bringen ja mir immer Berichte. Ansgar Knauf ist jetzt voll gescoutet. Potenzieller Top-Spieler, ja, das ist mir bewusst.
Aber wie sehen deren Listen aus? Ja, okay. Ich schätze mal, dass besser. Ich mache erstmal hier. Dass er will nach Schmidt oder Rese. Er kann ja Rese machen und der ist ja schnell fertig. Bei dir habe ich da nicht auch noch einen hingetan? Jonas Michelbrink. Florian Bartels. Okay. Oder Sidi Sané. Erstmal Sidi Sané. Nee, Michelbrink und dann Sané. So mache ich das. So 6 Tage, 6 Tage und dann kriege ich die ersten Berichte. Beere. Okay, das sieht aber auch nicht so schlecht aus. Mike Steven Beere. Gute Perspektive. Sieht gut aus. Spielmacher könnte machen. Kann sogar ZM spielen, falls ich umspringe. Ja. Ja, warum nicht? Warum nicht, würde ich sagen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die. Nein, in die erste Mannschaft. Sind wir gut aufgestellt. Sieht danach aus. Mölders, ja, okay, ein bisschen weniger, aber er hat ein Tor geschossen. Deswegen lasse ich ihn von Anfang an spielen. Dann gehen wir auf die Anweisungen. Nein, die Laufwege auch nicht, sondern auf das hier. Die meisten Tore hat er geschossen. Dann kümmert sich das Sanchez drum. Dann haben die noch einen Kevin Schade. Den haben die doch von Hannover, oder nicht? Ah, nee. Oder habe ich den gekauft? Hab ich den gekauft? Kevin Schade? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder der ist jetzt erst gekommen und es ist einfach ein FIFA-Update, weil ich den ja mit meiner Hannover-Karriere in FIFA habe. Dann Elliot. Warte, warte, wer. Du bist schnell eigentlich, ne? Den will ich auch im Blickfeld aufnehmen. Der wäre nämlich auch was für uns. Du hast 70er, sagen die. Genau weiß ich das nicht. Dann haben wir hier Arce. Und Subotic 52er. Und Sanchez. Sanchez könnte sich um den kümmern. Und du bist nicht so schnell. Ja, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Und Arce kümmert sich um den Topscorer bei dir. Dann Finson und Kehrer. Kommst auch in mein Blickfeld. Du siehst auch interessant aus, wenn du der beste Vorlagengeber bist. Und Saric kümmert sich um Ontun Sanz. Und du bist ja auf meiner Liste. Ja, du, oh, hier wollen die für den. Du bist hier auf meiner Liste. Du bist auch noch gescoutet. Du bist vielleicht was für den nächstes Jahr. Einfach mal schauen. Einfach mal schauen. So, dann müsste das so passen, würde ich sagen. Dann gehen wir in die Teamdynamik und reden mal mit unseren Jungs, dass sie den auch ordentlich den Schneid abkaufen. Ist erfreut, dass sie so eine schwierige Aufgabe geben. Nice. Ist sehr erfreut. Das wird eine harte Nuss, aber ich gebe mein Bestes. So, was sagst du? Ist auch erfreut. Das, so will ich das doch hören. Du hast gut trainiert. Marco Hiller. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Das kann ich auch mal zu Kretschmer sagen, ne? Ja, aber, es tut mir echt leid. Subotic hat gut trainiert. So, Marcel Bär, gib im Training alles. Nein, das brauche ich dir nicht sagen. So geht es nicht weiter. Deichmann, Leon, Bell. Mit wem kann ich noch reden? Subotic, nein. BG Finson habe ich schon geredet. Mölders. Ja, deine Mannschaftsführung ist klasse. Halt, mach es. Macht wahnsinnig Spaß. Ist auch nice, wenn die sowas sagen. Ja, dann sage ich einfach so, dir gib im Training alles. Er tut, was er kann und wir gehen rein in die Partie. Und dann, nein, wir sind im Textmodus mit der 1860-Karriere. Wir gehen raus und spielen ordentlichen Fußball und hoffen einfach das Beste. Wir hoffen einfach das Beste. Ich darf ja noch auf der Tribüne sitzen, ich darf ja Platz nehmen. Auf der Trainerbank. Davor war ich ja 2 Spiele, das letzte jetzt nicht, aber die Spiele davor war ich ja 2 Spiele auf die Tribüne verbannt, weil ich zu viel reingeschmissen habe. Aber egal, wir sind stärker. Ich würde sagen, wir sind sogar der kleine Favorit gegen den 19. aus Freiburg. Das heißt, wir können wieder Boden gut machen nach oben. Aber es passiert gerade gar nichts. Ah, und der erste Angriff geht natürlich auf Freiburg-Seite. Eine sehr gute Aktion, schöner pa Steilpass auf Taurianen. Aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig. Doch der springt für Hiller unglücklich auf und ho. Es ist wie immer. Das ist wie immer einfach. So ist es einfach. Okay, Hiller kann nichts dafür, aber so läuft es einfach.
Hanisic verliert den Ball vor dem Strafraum gegen Schade. Der passt direkt weiter zu Keitel. Dieser umkurvt Hilal Asse. Flachschuss ins linke Eck. Und Mill Hiller sieht hier nicht wirklich gut aus. Was ist das? Das sind keine 2 Minuten und schon liegen wir 2-0 hinten gegen eine Mannschaft, die wir eigentlich schlagen müssen von der Stärke. Und es geht direkt weiter mit den Angriffen. Breisgauer, Kilian Sedila und Julius Taurianen. Oh Gott, dieser Name Julius, sage ich einfach. Flankt direkt nach innen. Unsicherheiten in der Abwehr bescheren Freiburg eine Ecke. Meine Güte. Ecke von links. Kerra. Die Ecke wird kurz ausgeführt. Ball landet bei Risch. Der sieht, dass er ein wenig Platz hat, macht ein paar Schritte Richtung Strafraumecke, zieht dann aus relativ spitzen Winkel ab. Der Ball streicht etwa 1 Meter über das Tor. Oh, meine Fresse. Macht jetzt schnell einen Ausgleich, ich bitte euch. Sedilia holt sich die gelbe Karte wegen zu hohem Fuß. Oh ja. Oh, jetzt kriegen wir auch mal einen Angriff. Es wird ein guter, ein sehr guter Angriff. Das ist perfekt. Pass von Marcel Bär. Chouaref schießt. Trifft jedoch nur die Latte. Gut gemacht von 1860 München. Wow, und das war der gute Angriff. Beste Leben. Wir gehen weiter drauf. Wir haben ja keine andere Wahl. Noch ein Anschlusstreffer. Das wäre so wichtig. Verdammter Anschlusstreffer. Nicht mit einem 2-0-Rückstand in die Pause gehen. Ich bitte euch. Der Schiri ist schon genervt von mir. 38. Oh Gott sei Dank. Kehrer legt sich den Ball zurecht, läuft an und vorbei. Aber es geht direkt weiter. Schwaches Abspiel von Keitel. Eine schöne Angriffsrunde ist einfach verpostet. Okay. Okay. Talek, Keitel zu Fall und sieht dafür die gelbe Karte. Ja. Ja, guckt euch das mal im Mittelfeld einfach an. Mein Mittelfeld einfach komplett 5,555. Das Spiel ist pünktlich zu Ende. Wir gehen mit einer 0-2, mit einer 0-2. Wir gewinnen immer einmal und dann kassieren wir wieder 50 Tore in ein Spiel. Das ist so lächerlich. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Ihr könnt das einfach besser. Was soll das? Meine Fresse. Kritisieren. Dann haben wir sogar 1-2,5er. Subotic macht wieder ein super Spiel. Du wirst gelobt. Und Mölders hier, du wirst motiviert. Meine Güte, so Assistent, Aufstellung, Sanchez geht raus, Biancardi kommt rein und dann warten wir erstmal, wir probieren es erstmal. Ich kann ja andere Spieler bringen, wir probieren es erstmal noch mit dieser Formation, Biancardi jetzt, hoffentlich macht der was da, zweite Halbzeit. Und es geht direkt weiter mit den Angriffen von Freiburg. Och, es ist einfach lächerlich. Ich kriege einfach schon wieder das Kotzen. Es spuckt in München. Heute nehme ich den Titel wirklich. Letztes Mal habe ich mich verschrieben, wollte spukt schreiben. Und jetzt kann ich sagen, es spuckt in München. Und damit meine ich mich. Meine Fresse. Gelbe Karte, wieder zu hohes Bein. 2 gelbe Karten haben sie, deswegen. So, vermeintliche Abseitsstellung von Wüthra wird zurückgepfiffen. Ja, das war wohl gleiche Höhe. Ach komm, leck mich. Wüthra. Booster. Ihr müsst jetzt 10er spielen. Gibt es keinen Weg dran vorbei. Und ich kann nicht mehr wechseln. Das war's. Komm, wir machen das so. Du gehst mit hoch. Eine bessere Option habe ich einfach nicht bei diesem Spiel. Ohne Witz. Ich brauche Tore. Ich brauche einfach Tore. Vielleicht schlägt das ja ein. Vielleicht weiß ich jetzt. Okay, dann spiele ich ab sofort so. Mit 2 Stürmern und 1 Zehner. Wenn das jetzt einschlägt, natürlich. Nein, es schlägt einfach weiter nicht ein. Es geht nur Freiburg. Sobotisch kann einen weiten Schlag aus Freiburgs Hälfte heraus nicht entscheidend klären. Schade sprintet dazwischen. Geht in die 1-1 gegen Situation. 1-1 gegen Situation. Mit Marco Hiller und verlädt diesen. Subotic Pass auf Finson. Der leitet von der linken Seite sofort auf Quang Song. Dieser überwindet Lars Huhn, aber stand in Abseits 100%. Ja, was sage ich? Dann schießen wir mal ein Tor und wir stehen in Abseits. Das ist einfach lächerlich. Also man kriegt einfach das Kotzen.
Man kriegt einfach das Kotzen bei sowas. Ja, jetzt kriegen wir nochmal eine Aktion. Eine gute Kombination der Münchner Löwen. Quang Song spielt schließlich steil zu Mölders. Der steht schon wieder im Abseits. Der legt per Kopf auf Brewster ab. Und der scheitert an fast 14 Metern an Lars Huhn. Oh, unsere Abwehr ist so anfällig. Unser Mittelfeld ist so schlecht. Ich muss einfach gucken, dass ich da noch was mache. Voller Angriff. 3 Tore, komm. Scheißegal, ob wir noch 7 Tore kassieren. Die sind auf dem 19. einfach. Das heißt, sie spielen die ganze Saison scheiße, aber gegen uns bringen sie einfach alles auf dem Parkett. Jeder Schuss, den sie machen, geht rein. Das ist so lächerlich, ist das. Es ist einfach zum Kotzen, ist es. Die wechseln in Seelenruhe, können sie machen, was sie wollen. Und wir werden keinen Angriff mehr haben. Das sage ich jetzt auf Ansage. Seit der 77. Minute. Es wird einfach kein Angriff mehr von 1860 kommen. Nachspielzeit, 1 Minute. Ist vorbei. Schlusspfiff. Wir haben den letzten Angriff in der 63. Minute gehabt. Nachdem kam kein Angriff von beiden Mannschaften. Von beiden Mannschaften. So sieht es aus bei uns. Wir haben Stürmer en masse, aber keiner will treffen. Das ist einfach schrecklich, ist das. Es ist einfach zum Kotzen. Marco Hiller 5,5. Ja, der hat letztes Spiel stark gespielt und jetzt macht er wieder Scheiße. Biancardi, einfach bester Spieler, ist reingekommen und macht dann noch ein Ding und sorgt dafür, dass wir nur ein Gegentor kassieren. Wir gehen in die Ergebnisse rein und gucken mal. Wir sind wieder auf den 16. Natürlich gefallen. Freiburg steigt dadurch sogar, kommt sogar nah an uns ran. Wir haben 29 Gegentore in 18 Spielen. Du kriegst die Krise, kriegst du. So, Wien-Wiesbaden 2-1 gegen Havelse. Zwickau 2-3 gegen Osnabrück. Würzburger Kickers 0-1 gegen Kaiserslautern. Metten 2-1 gegen Duisburg. Halle Schaff C 1-0 gegen Eintracht Braunschweig. Türkgücü 4-1 gegen Magdeburg. Viktoria Köln 0-0 gegen Werl. Wir verlieren 0-3 gegen die Zweite aus Freiburg. Mannheim 2-1 gegen Saarbrücken und Dortmund gewinnt 3-0 gegen die Zweite aus Dortmund gewinnt 3-0 gegen Viktoria Berlin. Wenigstens sind wir mit Viktoria Berlin nicht die einzige Bullshit-Mannschaft, die gegen eine zweite Mannschaft verliert. Es ist einfach bitter. Also rein theoretisch wegen der zweiten sind wir auf dem 15. Platz. Zählt zwar nicht wirklich, aber so kann man das ungefähr sehen, weil die Zweite kann ja nicht aufsteigen. Wir haben so viele Punkte aufzuholen, ne? Wir gehen in die Stimmung rein, gucken mal. Die Stimmung und Unterstützung war heute Weltklasse. Daran liegt es sicher nicht. Semisarisch. Fußballer von der Straße sind wichtiger als studierte Trainer. Nikolas A. aus Freiburg. Zitat des Tages ist: Ich brauche keinen Star, ich brauche eine Mannschaft. Trainer Uwe Koschinot. Meine Worte. Das der gleiche denke ich auch. Spieltagsstatistik. Wir gucken. Von uns ist niemand drin, also brauche ich auch nicht wirklich drauf gehen. Schade ist sogar eine unter den Top-Torschützen. Ja, beste Leben. Wir haben ein Spieler, also ich habe ein Angebot für Emanuel Ferrei gemacht. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, dass er für 5 Jahre bei uns unterschreibt. Dann wird er mein wichtigster Spieler und ich denke auch, dass er bei uns einschlägt, sofort für die 10er-Position. Dann habe ich Kooperationsverträge mal angefragt. Bei Liverpool, das wurde abgelehnt, Paris wurde abgelehnt, aber Dortmund wurde unterzeichnet und die haben uns 2 Millionen dafür gegeben. Das ist doch schon mal was. Und dann kann man ja auch gleich wegen dem Kooperationsvertrag gucken, wegen Spielern. Zum Beispiel für die Rechtsverteidigerposition. Ja. Das würde nicht kommen. Auch nicht ein Passlack. Ach, das Transferfenster ist momentan geschlossen. Aber vielleicht kann man da mal gucken, dass wir dann noch einen Murray mitnehmen und so einfach. Ja, der ist nicht verletzt. Aber das sind halt so Spieler, weil wir müssen dafür nichts bezahlen, ne? Da kann man auch einen Papadopoulos, einen Collins und so einfach mal gucken. Einfach mal schauen. Wir müssen ja, einen Spieler dürfen wir ausleihen. Ein Spieler. Wir können auch mal gucken, hier vielleicht auch noch in England. Liverpool hat abgelehnt. Dann probieren wir es einfach mal mit Chelsea. Chelsea wird pro Saison bezahlen. Boah, würde ich sagen, 2 Millionen Spiele ausleihen. Die müssen 100% der Spiele machen. Und einfach mal das Angebot machen. Also es kostet uns ja nichts. Wenn sie es machen, kriegen wir Geld. Und wir müssen ja kein Spieler ausleihen. Ist ja auch nur für ein Jahr. Aber Dortmund ist, glaube ich, haben wir mehrere. 2 Jahre habe ich, glaube ich, gemacht bei Dortmund.
Und Vertrag bis 23, ja, 2-Jahres-Vertrag, das heißt, jedes Jahr kriege ich einen Spieler von dem, der uns wahrscheinlich weiterhilft. Und dann kann man mal gucken. Dann kann man einfach mal gucken. Auf jeden Fall würde ich die heutige Folge hier beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Hoffentlich das nächste Mal gegen Saarbrücken läuft es besser. Aber wir sind ja wirklich schon kurz vor der Transferphase. 3 Folgen noch, also die nächste Woche noch. Und dann sind wir vor der Transferfolge. Schreibt mir in die Kommentare, wen ich verpflichten soll, um dieses Team zu verbessern. Vielleicht auch eine andere Formation. Schreibt es mir in die Kommentare. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass